Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Hoffnung auf Flucht heißt diese Folge heute. Und nachdem wir Jack abgeschüttelt haben, müssen wir jetzt fliehen. Ich brauche erstmal ein bisschen wieder ein heller. Habe ich noch mehr Medizin? Ja. Die Sicht nervt mich doch etwas explizit. Wir müssen jetzt genau dahin. Ich habe ein Messer in der Hand. Was kann da schon passieren? Was kann da schon groß passieren? Die Aussicht ist ja wie immer nicht sehr berauschend. Ich stiefe einfach gezielt drauf los. Arschloch. So, die hört man wenigstens. Okay. Schießpulver. Okay, schon wieder eine antike Münze. So, schon zwei. Okay, warum habe ich jetzt so viele antike Münzen hier? Eingangshalle. Yay, das Telefon klingelt. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Sie meldet sich wieder, das ist sehr beruhigend. Hier gehen irgendwo welche Türen. Okay, wir sind nicht allein. Das ist schon mal so viel fest. Hier brauche ich dann den dreiköpfigen Hund. Also hier brauche ich wieder irgendwas. Das ist ja mal wieder ganz toll. Ugh. Das schaut aus, als hätte ich einen Skorpionschlüssel brauchen. Okay, hier ist zugebunden. Ich habe ein Messer. Na gut. Okay. Wohnzimmer. Ehrlich. Na gut, ich nehme es halt einfach mal mit, ne? Ich halte auch mal die Waffe, also noch Munition, wenn ich ausschaue. Da hinten ist ein Projektor. Das ist wieder irgendwas Gelartiges. Okay. Hier muss ein bestimmter Schatten geworfen werden. Okay. Dass ich quasi den dreiköpfigen Hund kriege. Okay, das ist schon mal. Soweit ist klar. Ja. Okay. Das Rätsel erinnert sehr an Resident Evil 1. Bloß die Decke kommt nicht auf einen zu. Okay. Das ist schon mal was. Ich nehme das Messer. Einfach so, weil ich es kann. Ach, die Omi wieder. Evelyn, 2. Mai 2014. Hey Oma, bist du gefährlich? Okay, die Oma kann ich auch nicht abstechen. Oma, bleib da, wo du bist, gell? Okay.
der anderen Seite das Schlafzimmer der Eltern. Das war jetzt erst einmal ein wenig interessanter. Entschuldigung, Omi, ich hatte fast... Ich misstraue der Omi. Ich weiß auch nicht warum, aber all die Omis im Rollstuhl sind gefährlich. Ein Schlangenschlüssel, sehr schön gemacht. Muss man sagen, also hier brauche ich einen Schlangenschlüssel dazu. Okay, ich kann nur auf der anderen Seite rein. Hier ist dann nichts weiter. Ja, ich kann nur auf der Seite hier rein. Sehr interessant. Omi, bleib da, wo du bist, gell? Football. Hier hat einer Football gespielt. Interessant. Okay. Oh. Draußen patrouilliert einer. Okay. Das ist wieder die Videokassette. Mia. Okay, kann ich mir das hier in Ruhe anschauen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, schaut doch noch aus. Schau mich hier noch ein wenig um. Schießpulver. Blauer Hundekopf. Okay. Nichts Außergewöhnliches, würde ich jetzt mal sagen. Nee, irgendwie nicht. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fensterverstärkung das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung. Aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen einem großen Schiff, das im Burju gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser die geheime Gemeindebescheid geben. Ich werde es morgen mal ansehen. Buke. Hier ist nix. Okay, den kann man mal schnibbeln. Ah, was ist das? Bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Kitty. Das ist ja ein lustiger Spieler. Mal schauen, Mia. Bin ich jetzt mal gespannt. Mia. Even, schau dir das bitte an. Oh Gott. Wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh, jetzt steuere ich wohl. Ja, tatsächlich. Hier drüben, Mami.
Sehr schön. Ganz toll. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Da! Geh zurück auf dein Zimmer, sofort! Sie sind gescheitert? Ich bin an der Videokassette, wie kann ich da gescheitert sein? Okay. Okay. Finden Sie Plätze zum Verstecken, um nicht vom Marguerite entdeckt zu werden. Ich hasse so eine Stealth-Scheiße. Na gut. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir Psst. Das an? Zurück kann ich nämlich nicht mehr Was ganz. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Dies ist eine Gabe. So. Da habe ich einen Schrank. Vielleicht etwas von beidem. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Ja, schön, dass du es weißt. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Okay, sie ist noch da. Nein, nein, komm nicht hierher. Hab dich! Ja, und jetzt? Ja, hallo. Hier ist ein Schrank. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht. Du kümmerst dich einfach nur nicht. So, diesmal sieht sie mich nicht. 100 pro nicht. So müsste mich eigentlich nicht sehen. So sehe ich sie aber. Mysteriös. Nicht hierher. Also hinter der Tür dürfte sie mich jetzt eigentlich nicht sehen.
Kommt jetzt darauf an, ob sie jetzt wieder hier, also hier zurückkommt. Und genau hier in die Ecke schaut. Das finde ich jetzt mal raus. Ah, lecker. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Ein blödes Puzzle-Rätsel. Boah, das ist ja richtig schwer. Moment. Moment. Ja, das muss dann so sein. Das muss dann jetzt einfach noch gedreht werden. Gerade einfach ist es nicht. Nach drüben. Ja, so. So. Also man kann es auch. Gott. Doch einfach gilt, ne? Oh ne. F muss okay sein, ne? Okay, warte mal. Ah, habe ich denn jetzt gehabt? So ist die Spinne, genau. Also muss die Spinne nur wieder so wenig gedreht werden. Ah. Wo ist die blöde Spinne jetzt wieder? So. Genau. Dankeschön. Und jetzt macht's gleich Buh. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Beweg dich nicht! Also es würde ein Teil fehlen. Und jetzt. Toll. Toll.
Wo denkst du, dass du hingehst? Okay. Der arme Ethan, da muss ich mal echt viel mitmachen hier. Was haben sie dir angetan, Mia? Das Band habe ich immer noch, okay. Interessant. Hier ist das Zimmer des Arbeitsraums. Badezimmer. Kinderzimmer. Davon brauche ich einen Schlangenschlüssel. Kraut ist immer gut. Papiere. So, wo ist das? Das ist das Badezimmer. Lecker, lecker, lecker. Pistolenmunition, das ist sehr gut. Kann ich erstmal nachladen. Gibt mir ein kleines Gefühl von Sicherheit. Schießpulver und chemische Flüssigkeit, das werde ich en masse herstellen. Naja, ich weiß, ich kann mir schon gut darunter vorstellen, dass da was drin ist, das ich unbedingt nicht haben möchte. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Die neuen Zombies. Oh nee. Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Ja. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Hier bin ich. Ehrlich? Ja, da ist eine Flinte dahinter. Zimmer der Großmutter. Jawohl. Großmutter, lass mich halt rein, wenn du einen Schlüssel hast. Blöde Hex. Da hinten, ganz da hinten ist eine Box wahrscheinlich, ne? Wo ich zerstören könnte. Wunderbar. Wunderschön. Ah, toll. So, wo ist er denn jetzt, unser Georgi? Was? Ja, Arschloch. Okay. Das ist jetzt mal salopp gesagt sehr enttäuschend. Ich weiß ja, wo das jetzt reinkommt.
weiß auch, was hier jetzt gemacht werden muss. So ziemlich. Ach, nee. Das Kraut da hinten noch, sehr interessant. Hier habe ich nämlich einen Kopf von einer Statue. Habe ich schon mal Teil 1 gefunden. So. Eingangshalle, Skorpion, Wohnzimmer. Ich müsste eigentlich mal zur Box. Mal ganz salopp gesagt. Den einfach mal so links liegen lassen. Irgendwas herstellen und B muss ich speichern. Damit ist das Rätselrad nämlich auch schon wieder fast rum, die Folge. Muss man ehrlich noch sagen, schon gerade ein halbe. Eine ganze Folge schon wieder rum. 30 Minuten schon, fast. Also das ist nicht gerade so, das will ich euch anlügen. So. Heute startet er. Das ist dann. Ah, genau das, was ich auch noch brauche. So, ach ja, ich könnte ja jetzt mit der flüssigen Chemikalie erstmal wegen was herstellen. Ach, macht das nicht einfach so Stock. Das ist übrigens blöd zu tun. Das ist ja komisch. Das Kraut tue ich auch mal rüber. Brauche ich auch nicht unbedingt. Das einmal könnte ich herstellen. Dreimal? Ah! Da habe ich den 13 Schuss. 23 Schuss drin. Erst einmal. Könnte ich jetzt eigentlich noch einmal machen. Und dann wir auch mit den Kraut ein Leben. Das Lebendiges herstellen. So. Genau. Jetzt muss mein Inventar wieder halbwegs gut ausschauen. Möchte eigentlich bewegen, aber na gut, okay. Du sagst, das geht nicht. So, jetzt habe ich hier wegen Munition, aber die wollte ich jetzt nicht zu voll verschwenden. Damit sagt Sephiroth auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Mit einem sehr komischen Kampf gehe ich ja unseren Jake. Er hat eine sehr komische Waffe in der Hand gehabt. Er hat 2-3 Schüsse ausgehalten und tot war er. Naja, was soll's. Ich sag auf Wiedersehen.